ich glaube schon natürlich. Ich denke immer, da gibt es irgendeinen da oben, der auf die Kinder achtet und guckt, wer brav war im ganzen Jahr und natürlich die auch dann bescheren kann. Ja, ich weiß zwar, dass es Mama und Papa sind, aber ja, ich glaube auch dran. Also, es ist immer schön, daran zu glauben. Ich würde es mir wünschen, natürlich. Wenn mein kleiner Cousin ist, dabei ist, dann gibt's den Weihnachtsmann immer noch ab. Ich persönlich wünsche mir, ich war immer einer, der nicht so viel Geschenke sich jetzt gewünscht hat oder so. Ich lasse mich immer gerne überraschen und ich freue mich natürlich für jedes Weihnachtsgeschenk, aber persönlich freue ich mich oder wünsche mir auch natürlich für die ganze Welt sehr viel Frieden natürlich in den ganzen anderen Ländern, wo es sehr arm ist und dass sie auch irgendwie diesen Abend in Frieden auch feiern können. Ich lasse mich überraschen. Also letztes Jahr hatte ich immer große Wünsche, die erfüllt wurden, aber dieses Jahr bin ich ziemlich wunschlos. Ich habe meine Wohnung eingerichtet, also eine Mikrowelle. Mit der Familie, die Großeltern kommen hier nach Berlin zu uns nach Hause und es wird ein schönes Familienfest. Ne? Eigentlich ganz traditionell so mit meiner Familie, wo ich bei meinen Eltern zu Hause und ja, so wie nichts Besonderes im Echte. Einfach ein schöner, ruhiger Abend. Ja, wirklich. Ganz normal, also einfach nur wird irgendwie was gebraten, also eine Gans oder was auch immer und ja, dann gegen Mittag oder ein bisschen späten Mittag dann die Geschenke verteilt und dann halt nur zusammengesessen, ja. Okay, und dann kommt die ganze Familie zusammen und oder wie ist das immer so, bleibt das so im engeren Kreis oder kommt die große Familie zusammen an dem Tag? Nö, schon der engere Kreis. Mein Bruder, der in Arthan spielt, der kommt sogar rüber wahrscheinlich, wenn er freikriegt oder genug Zeit hat. Und ja, nur der kleine Kreis auf jeden Fall. Alles klar. Yeah, you know, it's a special day. Yeah. But you know, every day is special. Yeah. Every day is special for us. So you know, every day is a blessing to be alive and you make the best you can every opportunity. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Weihnachten feiert als Serbo-Kroate. Ich glaube, deren Weihnachten ist erst im Januar. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns einfallen zu lassen. Bis jetzt wurde das, glaube ich, noch nicht so kommuniziert, aber Sieger sind, glaube ich, immer ganz schön, darüber freut er sich. Vielleicht halten wir das an und gewinnen weiter. Vielleicht ist es ein angebrachtes Weihnachtsgeschenk. Mal sehen, ob noch was anderes dazukommt. Thank you.